Hallo und herzlich willkommen zu unserer 24. Podcast-Folge von Freie Wähler für Karlsruhe. Heute haben wir einen ganz lieben Gast zu Besuch, Dr. Hubert Keller, seines Zeichens Vorsitzender des Bürgervereins Waldstadt. Herzlich willkommen, lieber Hubert. Ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir über verschiedene Themen, die nicht ausschließlich nur die Waldstadt betreffen, die oft ein gesamtstädtisches Problem sind, zu sprechen. Und jetzt würde ich dich einfach bitten, vielleicht kannst du uns ein paar Sätze zu dir sagen. Wie alt bist du? Seit wann machst du Bürgervereinsvorsitzende? Warum wird man Vorsitzender vom Bürgerverein? Was machst du beruflich? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Aus Engagement für die Bürgerinnen und Bürger von der Waldstadt und von Karlsruhe. Vom Beruf aus bin ich Computerwissenschaftler. Mhm. Wir haben sehr viel gemacht im Bereich künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung und so weiter. Und den Bürgerverein habe ich als Vorstandsvorsitzender 1999 übernommen. Auf Drängen des damaligen stellvertretenden Vorsitzenden. Und meine erste Aktion damals in der Waldstadt war, bevor ich Vorsitzender Bürgerverein geworden bin, dass ich eine Bürgeraktion gegen die Nordtangente gestartet habe. Und daraus wurden dann später die Hartwaldfreunde gegründet. Also das ist schon eine ganze Ecke. Schon, das war in den 90er Jahren. Ja, und Bürgerverein engagiere ich mich deshalb, weil ich der Ansicht bin, dass die Bürger eines Stadtteils und auch der Stadt mitwirken und entscheiden sollten, wie sich ein Stadtteil und eine Stadt entwickelt. Ja, ein ganz wichtiges Thema auch für uns als Stadträte immer wieder, die Entwicklung der Stadtteile und der Stadt. Jetzt gibt es ja in der Waldstadt den Sozialtreff. Ja. Was wird da genau gemacht? Was macht ihr da? Der Sozialtreff ist gegründet worden aus dem Anspruch und der Notwendigkeit heraus, Bedürftigen in Karlsruhe, zuerst in der Waldstadt, aber mittlerweile in ganz Karlsruhe, zu helfen, zu unterstützen mit Lebensmitteln und Dinge des täglichen Lebens. Und ich muss gestehen, wir waren am Anfang skeptisch, ob das so greift. Mittlerweile ist es so, dass aus dem ganzen Stadtgebiet diese Bedürftigen kommen, dass wir in der Regel bis zu 60 Personen haben, dass wir da jetzt auch an die Grenzen, an die finanziellen Grenzen stoßen. Der Bürgerverein unterstützt das, EDK Behrens, DM unterstützen das. Und es ist jetzt doch vom Umfang, vom Aufwand enorm. Und wie muss ich mir das vorstellen? Die kommen und holen sich da Lebensmittel ab? Vom Vorstand, einmal in der Woche oder mehrmals? Oder einmal in der Woche, immer mittwochs. Vom Vorstand sind zwei Personen dafür verantwortlich. Die haben weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die das ausgeben. Und die Bedürftigen bekommen dann immer eine bestimmte Ration an verschiedenen Dingen, die sie brauchen. Und wie gesagt, es sind bis zu 60 Personen, die sich da versorgen. Ich kann mir vorstellen, dass sich da zum Teil wahrscheinlich auch menschliche Dramen abbilden. Und dann sagt ja, also viele haben ja da Angst, dass dann Menschen kommen, die gar nicht so bedürftig sind, dass sich da auch mal jemand Falsches in der Schlange anstellt. Ja, aber das regelt sich ein. Ja? Ich denke schon. Also die Leute, die da kommen und sich mehr oder minder auch offen darstellen, dass sie bedürftig sind, die sind es schon. Und wie werdet ihr mit dem wachsenden Ansturm, wie werdet ihr dem gerecht? Das ist eine gute Frage. Vom finanziellen Volumen her, allein EDK Behrens hat für über 8.000 Euro Waren gegeben und davon die Hälfte auf die eigene Kappe übernommen. Mhm. Und das sind natürlich schon Dimensionen. Das heißt, in der Summe liegen wir da sicherlich deutlich über 10.000 Euro im Jahr, was wir hier umsetzen. Und da brauchen wir auch mittlerweile, glaube ich, für die Zukunft eine finanzielle Unterstützung der Stadt. Aber Sozialtreff ist ja nur ein Bereich. Mhm. Wir haben ja auch das Sozialforum, wo wir alle sozialen Aspekte versuchen zu vernetzen. Wir haben die Hausaufgabenbetreuung, wir haben die Schülermensa. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz großer sozialer Bereich, den wir hier als Bürgerverein adressieren. Aber es ist ja schön, dass also der Bürgerverein und die Waldstädter da auch so aktiv sind, sich da so einbringen in dem sozialen Bereich. Ich weiß nicht, ob das in allen Stadtteilen so gut funktioniert. Nun, also ich bin zumindest, glaube ich, überzeugt, dass wir das in der Waldstadt in allen Belangen
die den Stadtteil und auch im Sozialen betreffen, sehr gut managen. Ja, schön. Also nur nochmal für die Hörer zur Info, die Wallstadt hat, glaube ich, 12.000 Einwohner, so roundabout. Ja, knapp 13.000, das ist schon ein Wort. Also, und dann sowas auf die Beine zu stellen, alles ehrenamtlich, Hut ab. Ja, der Bürgerverein ist 1959 gegründet worden, ein Jahr nach Gründung der Wallstadt, aus dem Bestreben heraus, diesen Stadtteil zu entwickeln. Mhm. Und das machen wir heute noch. Das ist ein gutes Stichwort, Entwicklung, auch sein Engagement für seinen Stadtteil. Die Verwaltung möchte ja nachverdichten in der gesamten Stadt und da ist auch die Waldstadt ganz stark im Fokus. Jetzt besticht ja die Waldstadt durch das Leben im Wald, sage ich mal. Es ist sehr, sehr viel Grün, man lebt zwischen den Bäumen, es gibt viele solche Grünzeilen und meines Wissens war eine Prämisse ja immer, dass bis auf diese Punkthäuser am Anfang, die Hochhäuser, kein Haus über die Baumwipfel gehen soll. Exakt. Und jetzt gab es ja auch schon massive Beschwerden von betroffenen Anwohnern oder betroffenen Straßen, wo das jetzt startet mit der Nachverdichtung. Sind die Proteste jetzt abgeebbt oder bleibt es so aktiv? Und wie steht der Bürgerverein dazu? Also wir haben ja da verschiedene Projekte. Einmal die Kohlberger Straße, dann die Königsberger Straße und jetzt zuletzt die Insterburger Straße. Grundsätzlich würde ich sagen wollen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass sowohl der Gemeinderat als auch die Verwaltung etwas über den Bürger hinweg entscheidet. Manchmal sogar gegen ihn. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man in einen Dialog eintritt, die Argumente der Bürgerinnen und Bürger anhört, auch über den Bürgerverein sich informiert, damit man akzeptable Kompromisse findet. Die Waldstadt speziell ist eine Stadt im Wald. Wir haben 2013 einen Rahmenplan gestartet, die Diskussion, Bürgerbeteiligung. 2015 wurde das dann abgeschlossen mit Kompromissen, die alle eigentlich mitgetragen haben. Erst zwei Jahre später wurde das gedruckt. Im gedruckten Bericht stehen Sachen drin oder standen Sachen drin, die so nicht besprochen waren. Mhm. Das heißt, da sind Änderungen eingeflossen ohne Rücksprache. Und man hat dann auch bei den jeweiligen Bauvorhaben Dinge den Investoren eigentlich zugesagt, die vorher auch nicht besprochen waren. Beispielsweise im Abstand von 20 Metern ein achtstöckiges Hochhaus gegenüber Einfamilienhäusern zu bauen. Weiß ich noch, ja. Also, große Aufregung. Bürger müssen sich auch darauf verlassen können, dass eine Planung nachhaltig ist und auch den Charakter eines Stadtteils nicht auf den Kopf stellt. Das waren sehr harte Auseinandersetzungen und Diskussionen. Wir haben jetzt diesen Achtstöcker verschieben können. Es gibt jetzt dort ein abgestuftes Gebäude mit 4 Stockwerken, also 3 auf 4. Und auch dort war es dann wieder so, dass der Investor sich Freiheiten rausgenommen hatte, die wir wieder mühsam haben zurückdrehen müssen. Also hier erwarte ich einfach sowohl von der Verwaltung als auch vom Gemeinderat, dass Bürgerbeteiligungsprozesse in ihren Ergebnissen auch belastbar berücksichtigt werden. Ähnliches in der Insterburger Straße, wo jetzt die Stiftung Schönau einen einstöckigen Flachdachbau abreißen will und einen 5-Stöcker bauen will, auch wieder dann gegenüber. Ist ja klar, das heißt ja immer, wir brauchen Wohnraum, es muss nach Ostdorf mehr nach oben gebaut werden. Aber der Charakter darf nicht, dass man nachverdichtet, gar keine Frage. Der Bürgerverein hat sich immer dafür eingesetzt, dass minderwertige Flächen wie Garagenhöfe für die Bebauung benutzt werden. Das ist auch korrekt. Aber es muss sich integrieren. Es darf den Charakter eines Stadtteils oder eines Bereiches nicht auf den Kopf stellen. Und ich kann auch einem Einfamilienhausbesitzer, der vor Jahren mal eine Dachgaube einbauen wollte, es nicht durfte, einen 8-Stöcker vor die Nase setzen. Also da bin ich ein freiheitsliebender Badener, muss ich sagen. Und das geht mir komplett gegen den Strich. Also hier erwarte ich wirklich sowohl von der Verwaltung als auch vom Gemeinderat ein Miteinander mit dem Bürger. Also dem Gemeinderat, wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive erzähle, uns wird ja dann oft in den Sitzungen gesagt, ja, der Bürgerverein ist gehört worden dazu. Ja. Ein schönes Beispiel, Königsberger Straße, als die Volkswohnung dann die endgültige Planung eingereicht hatte im Planungsausschuss, habe ich glaube,
3 oder 4 Tage vorher Bescheid bekommen, wir sollten innerhalb von 2 Tagen eine Stellungnahme abgeben. Also so geht das nicht. Ich werde nicht von der Stadt bezahlt, ich arbeite im Ehrenamt. Ja. Und wir haben da schon extremen Aufwand. Und zugesagt wurde eigentlich, dass wir Wochen vorher die Informationen bekommen und damit in Ruhe auch eine Stellungnahme vorbereiten können. Es war nicht mal in der Lage, tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Und da zeigt sich dann schon, ist die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger oder auch der Bürgervereine ernsthaft gemeint oder nicht? Und das stelle ich ein bisschen mittlerweile in Frage. Also ich kann schon so ein bisschen Frustration raushören, was ich ja in dem von dir geschilderten Fall auch absolut nachvollziehen kann. Ich meine, uns Stadträten geht es also auch so. Wir kriegen auch manchmal während der Sitzung Vorlagen, die wir gar nicht durchlesen konnten. Und man muss eben dann auch für sich persönlich eine Entscheidung treffen und sagen, wenn ich gar nicht die Zeit habe, mich einzuarbeiten oder das durchzulesen, dann kann ich auch keine Entscheidung dazu treffen. Also dann muss es eben aufgeschoben werden. Also es gibt Ämter, mit denen wir wirklich hervorragend zusammenarbeiten. Und es gibt auch dort Verantwortliche, die wirklich auch mit dem Bürgerverein, mit den Bürgern versuchen, die Dinge zu entwickeln. Aber es gibt halt leider auch immer wieder Fälle, wo man sagt, das geht über den Bürger, es geht gegen den Bürger. Ich möchte gerne gemeinsam Lösungen finden und nicht auf Konfrontation gehen zu müssen. Das haben wir damals gemacht. Wir hatten über 500 Bürgerinnen und Bürger in der Mitgliederversammlung, die sich ganz klar gegen die Bebauung in der Kohlberger Straße gestellt haben. Fand ich ein Phänomen, weil meine Erfahrung zeigt eigentlich, dass immer nur so eine kleine Handvoll betroffener Bürger, die direkt betroffen sind von solchen Maßnahmen, sich natürlich versuchen zu wehren, was verständlich ist, aber dass da so eine große Solidarität war und sich wirklich so viele dem angeschlossen haben und haben gesagt, stopp, also so geht es nicht hier, dass wir dann 8 Stöcker neben das Einfamilienhaus bauen. Also das fand ich verwunderlich und das zeigt ja eigentlich, wie toll der Zusammenhalt der Bürger in der Waldstadt ist. Das war Solidarität über die ganze Waldstadt. Da waren sich alle einig, dass sie diese charakterliche Veränderung nicht wollen. Die Waldstädter lieben ihre Waldstadt. Ja, das sehe ich auch so. Und sie wollen sie auch so in die Zukunft entwickeln, wie der Charakter einer Stadt im Wald eben ist. Ja. Diese Nachverdichtung, das ist jetzt noch nicht beendet, das ist ja ein fortlaufender Prozess, wird ja auch bewirken, dass die Waldstadt personenzahlmäßig wächst, also dass wir mehr Bürger werden. Jetzt komme ich mal auf das Thema verkehrliche Situation. Also wenn ich jetzt denke, so die Theodor Heuss ist ja zu den Stoßzeiten KSC oder morgens und abends beim Berufsverkehr schon auch deutlich an der Belastungsgrenze. Also man kommt ja zum Teil gar nicht aus den Stichstraßen rein oder raus. Und auch das Thema ÖPNV seit Beendigung der Kombilösung fährt die Waldstadt ja ein bisschen schlechter. Also vorher kam man ohne Umsteigen in die Innenstadt. Jetzt ist es nicht mehr möglich, man muss am Durlacher Tor umsteigen. Und ich hatte letztens einen Gast, der in der Oststadt wohnt und mir dann erzählt hat, er hat gesagt, er wollte mit der Bahn zu uns fahren, aber das hätte 40 Minuten gedauert und dann hat er sich doch entschieden, das Auto zu nehmen für das deutlich kürzere Stück. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir mit dem ÖPNV erreichen wollen. Erreichen denn dich auch Beschwerden von Bürgern, die sagen, ich fahre jetzt nicht mehr Bahn? Massiv. Man muss unterscheiden zwischen der überörtlichen verkehrlichen Anbindung und da haben wir eben sehr viel Verkehr, die aus den nördlichen Stadt, Studensee, Stadtteilen von Studensee kommen, weil dort Industrie stark gewachsen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, sagen wir mal, die Verkehrsführung in Karlsruhe selbst mit den vielen Baustellen, was sehr schwierig ist. Und was den ÖPNV angeht, wir haben natürlich jetzt doch mehrere Ausfälle gehabt von Straßenbahnen. Da haben die Leute zum Teil bis zu 2 Stunden gebraucht, um von der Innenstadt wieder in die Waldstadt zu kommen. Und das andere ist, mit der U-Strap-Planung war 2 Linien aus der Waldstadt. Eine direkt zum Hauptbahnhof, eine in die Nordweststadt. Wäre eine sehr gute Anbindung gewesen. Man hat dann die U-Strap gebaut und dann den Plan über Bord geworfen. Okay. Wir haben jetzt noch eine Linie, die nicht mehr zum Hauptbahnhof fährt, auch nicht in die Innenstadt, sondern nach Oberreuth. So. Jetzt ist die Frage, wie schnell bin ich am Hauptbahnhof? Und wir haben natürlich sehr viele, sagen wir mal, Ingenieure, Wissenschaftler, die schon national, international unterwegs sind, die das immer geschätzt haben, schnell am Hauptbahnhof zu sein. Das ist nicht mehr der Fall. Der nächste Punkt ist, wie erreiche ich die Nordweststadt? Mit der Straßenbahn brauche ich Minimum 40 bis 50 Minuten.
Obwohl dann, die ja räumlich sehr nah an der Waldstadt genau, liegt. Genau, ne? Mit dem Pkw fahre ich über den Adenauer Ring und bin in 15 Minuten dort. Also da, das ist verfehlt, muss man ganz klar sagen. Dann haben wir in der Waldstadt selbst wieder die Erreichbarkeitskreise. Und da muss ich sagen, wir haben zum Teil Bereiche, da gibt es keine Überdeckung. Mhm. Das heißt, ältere Menschen, die vielleicht ein bisschen gehbehindert sind, die brauchen zum Teil 30 Minuten, bis sie eine Straßenbahnhaltestelle erreichen. Wie soll denn da der ÖPNV akzeptiert werden? Hinzu kommen Kostensteigerungen, die an die Kunden weitergegeben werden. Ja, also wenn ich mir heute anschaue, was ich in Berlin bezahle für eine Fahrt und was ich in Karlsruhe bezahle, dann habe ich nahezu den doppelten Preis. Wir haben uns gerade heute Morgen darüber unterhalten, mein Mann und ich, mit diesem 9-Euro-Ticket, das ja sehr beliebt war, aber sich wohl trotzdem auf den Autoverkehr nicht so positiv ausgewirkt hat. Und ganz, ganz viele, so ist meine Wahrnehmung, sagen, der große Vorteil war noch nicht mal der super günstige Preis, sondern dass es so unkompliziert war. Ich löse ein Ticket und ich muss mich nicht mit unterschiedlichen Verkehrsverbünden und Zonen und Waben und so auseinandersetzen oder ich muss mir erst eine App runterladen und meine ganzen Daten. Also das ist so meine Wahrnehmung, dass diese Einfachheit von ich kaufe ein Ticket und kann damit überall rumfahren, dass das eigentlich so der große Vorteil von der Geschichte war. Weil ich glaube, finanziell wären doch sehr, sehr viele Menschen auch bereit, mehr zu zahlen für so ein Ticket, mit dem man überall fahren kann. Also ich denke, es ist die Qualität in der Anbindung, das ist das eine, es ist der Kostenfaktor und es ist tatsächlich die Einfachheit. Es war ja ein Riesenproblem dieser vorgedruckten Tickets. Ja, man musste die Fahrt antreten innerhalb weniger Minuten. Also auf Vorrat kaufen, dass man nach Gusto einsteigen kann. Das gab es ja nicht. Das ist jetzt wieder eingeführt worden, wo man handschriftlich etwas ausfüllen muss. Also dann haben wir Probleme mit dem Quietschen der Straßenbahn. Das heißt, die neuen Straßenbahnen quietschen mehr wie die alten in den Kurven. Ja. Und das ist wahrscheinlich die Nachhaltigkeit. In der Summe ein Qualitätsbild, das nicht gut aussieht. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Und weil du jetzt das Thema, diese von Hand auszufüllenden, also so, hat ja so ein bisschen nostalgischen Charme. Ich glaube, das gab es früher schon mal. Wir hatten ja vorgeschlagen, also wir Freien Wähler für Karlsruhe, dass wir so eine Art aufladbare Chipkarte machen, die man mit beliebigen, also 10, 20, also in 10-Euro-Schritten aufladen kann und man eben somit die Fahrt damit abbezahlen kann. Und man hätte das problemlos anbinden können, zum Beispiel an Schwimmbäder und Museen und andere Zoos. Kino und so, wo man sagen kann, ich kann jetzt meinem Kind so eine Karte mitgeben, lade 20 Euro drauf, es kann mit der Bahn ins Rappele fahren und dort den Eintritt bezahlen und wenn es die Karte verliert, ist auch kein moderne Drama. Moderne Technik, Apple Pay und was es alles gibt. Also wir bei den Bädern funktioniert es doch. Warum funktioniert es bei der Straßenbahn nicht? Nur bei den Bädern, in vielen anderen Städten funktioniert es auch und bei vielen anderen Systemen. Ja. Auch mit den Parkhäusern kompatibel zum Beispiel. Also ich stelle mein Parkhaus irgendwo außerhalb, mein Auto irgendwo außerhalb im Parkhaus ab, kann mit der Karte dort die Parkgebühr bezahle und mit der gleichen Karte dann auch den ÖPNV in die Innenstadt nutzen. Aber leider ist es in der Politik so, dass wir da auch sehr, sehr dicke Bretter bohren müssen, lieber Hubert, nicht nur du als Vorsitzender vom Bürgerverein. Ja. Lass uns zum Schluss noch ein bisschen über den Hartwald reden. Waldstadt, wohnen im Wald, am Wald. Der Wald leidet momentan gigantisch. Ja. Mir geht es selber so, wenn ich mit dem Hund im Wald unterwegs bin, man sucht ja den Schatten, dass mir fast die Tränen kommen. Ich kriege auch gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede, wie es da aussieht. Die Bäume werfen die grünen Blätter ab, am Boden ist alles trocken, die Rehe finden kein Wasser mehr. Die haben ja keine Möglichkeit, Nahrung aufzunehmen, die Wasser oder Feuchtigkeit beinhaltet. Also es ist schon ein Trauerspiel und ich habe auch große Angst, weil das wird uns alles erst das nächste und das übernächste Jahr begleiten, was da überhaupt noch austreibt und welche Bäume dauerhaft solche Schäden haben. Und jetzt ist ja wohl noch ein Feuerteufel in der Waldstadt unterwegs. Hast du auch Angst um dein Haus, um dein Grundstück, um deine Bürger? Die Waldstadt, die Häuser in der Waldstadt sind im Wald. Mhm. Wir haben natürlich sehr viel Kiefern, die besonders anfällig sind bei Trockenheit. Und wenn tatsächlich hier Brandstiftung durchgeführt wird und solche Bäume brennen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Die Waldstadt und der Hartwald sind eigentlich mehr oder minder übergangslos miteinander verbunden, wird auch ganz intensiv genutzt für Freizeitgestaltung, Sport und ähnliches, Erholung, also eine wichtige Funktion lokal. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Staatswald jetzt von Philippsburg aus gesteuert wird. Und die Frage ist natürlich schon, haben wir nach wie vor ein Revier, ein Forstrevier in der Waldstadt, was wichtig ist als Ansprechpartner?
auch jemand, der die, sagen wir mal, die Anforderungen kennt und reagieren kann als Ansprechpartner. Und Förster Huber und auch der Vorgänger, der Herr Knobloch, hat schon versucht, von den Kiefern etwas wegzukommen, mehr zu Eichen und Buchen, also Laubbäume, weil die stärkere Beschattung bilden. Aber das ist ein langwieriger Prozess. Die Frage ist mit der neuen Organisationsform der Forst BW, ob dieser Prozess fortgesetzt wird, aus Geldgründen auch. Ja. In der Tat, die Trockenheit ist ein Riesenproblem. Ich hoffe, dass es demnächst irgendwann mal wieder vernünftig regnet. Richtig also regnet, Waldumbau, ja. Regen, Klimaveränderung ist ein großes Problem. Was ich mich frage, ob die verschiedenen Grundwasserabsenkungen, die in Karlsruhe zum Teil durchgeführt werden, nicht auch den Grundwasserspiegel doch mal etwas absenken und damit aus dem Bereich der Wurzeln ziehen. Ja, das hab ich, diese Gerüchte habe ich auch immer wieder gehört, dass das da Einfluss nimmt. Ich glaube, da streiten sich die Gelehrten drüber, wie über viele andere Themen auch. Ja. Auf jeden Fall, wir müssen alle für Regen beten. Das ist wirklich so, das wäre das A und O. Hartwald hat eine ganz, ganz große Funktion für Karlsruhe als Frischluftversorgung, für Sauerstoff. Ja. Und wir haben in der Waldstadt zwischen 2 und 3 Grad kühlere Temperaturen als wie im Innenstadtbereich. Und das ist uns viel wert. Ja, super. Jetzt deshalb kämpfen wir um jeden Daumen. Viel Werbung für die Waldstadt gemacht. Ich hoffe nicht, dass jetzt alle in die Waldstadt ziehen wollen, sondern auch die anderen Stadtteile sind schön und lebenswert. Ja, ich denke, dass ganz Karlsruhe nachhaltig weiterentwickelt werden muss. Ja, absolut. Beispiel Sophienkarree. Also dort hatte ich auch den Eindruck, dass doch etwas über die Bürger hinweg entschieden worden ist. Und das finde ich schade, weil man sollte versuchen, mit den Bürgern, die da leben, die Entscheidungen zu finden, weil die Sozialstruktur, wenn die sich verändert, weil bestimmte Bürger wegziehen, dann bekommt man größere Probleme. Ja, ja. Zumal ja Karlsruhe zumindest im Moment doch deutlich schrumpft. Also wir sind schon deutlich unter die 300.000er Marke gefallen und die Frage ist dann, ob man diese Entwicklung, sage ich jetzt mal, mit diesem Druck weiter vorantreiben muss. Da kann man, glaube ich, dann doch ein bisschen vorsichtiger an die Sache herangehen. Aber vielleicht noch ein Punkt zum Schluss von meiner Seite. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass die Gewerbesteuer durch den Gemeinderat so massiv erhöht worden ist, weil das kontraproduktiv sein kann. Die Unternehmen wandern ab in den Randbereich wie Studensee und haben dort eine erhebliche Zahl an... Und bessere Bedingungen, bessere Rahmenbedingungen. Ja. Das hören wir immer wieder, stimme dir voll zu. Wir haben dagegen gestimmt, weil wir das ganz genauso sehen, dass das kontraproduktiv ist. Also lieber mehr Gewerbe, das dann eben auch auf einer breiteren Basis die Gewerbesteuer hier in die kommunale Kasse und spürt. Vielleicht mal versuchen, dann auch Industrie anzusiedeln, die integriert Prozesse durchführt. Nichts gegen IKEA, aber das ist ein internationaler Konzern, der hier relativ wenig Gewinn macht, weil er ihn verschieben kann. Also die Frage ist, ob man nicht andere Unternehmen hier ansiedelt mit einer höheren Wertigkeit. Bin ich absolut einer Meinung, aber ich nehme es trotzdem gerne mit und versuche noch weitere Kollegen davon zu überzeugen. Lieber Hubert, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Es sind sicherlich viele Punkte drin, die auch andere Stadtteile so eins und eins übertragbar sind. Auf jeden Fall. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Kraft für den Bürgerverein und dass du das noch ein paar Jahre machst, weil wir brauchen Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Vielen Dank, gute Zeit und euch sage ich Tschüss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn nicht, klickt wieder rein bei der nächsten 25. Folge.